Glück auf, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserem Staffelfinale mit unserem Podcast. Heute geht's um den Park und Schloss Lichtenwalde im schönen Sachsen. Viel Spaß! Das Finale auf Schloss Lichtenwalde. Als der Notruf einging, war es genau 9 Uhr morgens. Leon Berger von der Kripo Chemnitz wurde über einen besonders grausigen Mord informiert. Schloss Lichtenwalde war der Tatort. Immer waren Siegel, Gedichte und Leichenteile aufgetaucht. Doch diesmal war alles anders. Keine Teile, sondern ganze Menschen hatte man gefunden. Wie sich herausstellte, waren es die restlichen Mitglieder eines Kunstvereins, angesiedelt in Werdau in Sachsen. Die Ermittlungen der Kollegen ergaben, dass die anderen Leichen, die gefunden wurden, ebenfalls zu diesem Verein gehörten. Nur eine Leiche, die jetzt vor Ort war, gehörte nicht dazu. Nach seiner Ankunft auf Schloss Lichtenwalde erschauderte es Leon Berger. Im roten Salon, chinesischen Zimmer, Speisesalon und Wintergarten war jeweils eine Leiche platziert. Sie waren alle nackt und schienen äußerlich unversehrt. Ihnen war mit roter Farbe jeweils ein Wort auf die Brust geschrieben: Gerechtigkeit. Sie schienen friedlich, als würden sie schlafen. Der Pathologe, der vor Ort war, stellte vorläufig fest, dass es sich wohl um eine Kohlenmonoxidvergiftung handelte. Leon Berger stellte sich die Frage: Warum jetzt so? Warum erst die ganze Grausamkeit und jetzt fast schon ein Akt der Gnade? Das passte einfach nicht zum Vorgehen des Täters. Das war unlogisch. Der Kommissar dachte einen Moment nach. Dem Täter muss wohl die Zeit davongelaufen sein. Irgendein Datum musste eingehalten werden. Oder der Täter musste wohl Angst gehabt haben, dass er nicht fertig werden würde mit den Morden. Einer der Beamten rief Leon Berger in den Garten. Das Wetter hatte mittlerweile umgeschlagen und aus einem grauen Vormittag war ein sonniger Mittag geworden. Die Vögel zwitscherten und die Luft war herrlich frisch. Es roch nach Gras und frischen Blumen. Es war idyllisch, säße da nicht eine Leiche im Brunnen. Das Wasser des Brunnens war rot gefärbt. Der junge Mann saß gegen die Fontäne gelehnt mit aufgeschnittenen Pulsadern da. An seiner Brust hing eine Plastikhülle, so wie man sie für Dokumente verwendete. In ihr war ein Zettel, auf dem wieder ein erneutes Gedicht stand und noch ein weiterer Brief. Leon Berger ließ sich zuerst den Brief geben und las: Unser gemeinsamer Weg ist heute zu Ende. Entschuldigen Sie meinen übereilten Aufbruch, aber ich musste mein Kunstwerk vorzeitig beenden. Ich bin krank und hätte bald nicht mehr die Kraft gehabt, meine Kunstwerke zu gestalten. Wie Sie sehen, bin nun auch ich Teil dieses Werkes. Das war auch von Anfang an mein Plan. Sie sollten mich nicht schnappen oder gar mich vor der Beendigung meines Kunstwerkes festsetzen. Wir empfinden bei der Betrachtung von Kunst ganz unterschiedliche Emotionen. Sie empfinden wohl Abscheu und Ekel. Meine Kunstwerke verspürten alle Angst. Ich hingegen Befriedigung und noch größere Befriedigung, dass ich jetzt meine Mutter und mein Leid gerächt habe. Jahrelang verstand ich nicht, warum ich so bin, wie ich bin, oder warum ich immer in einer fremden Umgebung war. Irgendwann fand ich heraus, dass nicht ich dafür verantwortlich war, sondern andere, die mich gezwungen haben, so zu leben und meiner Mutter großes Leid angetan haben, indem sie mich erschaffen haben. Ich bin der Anfang und Sie sind das Ende, und nun finde ich hier mein Ende, und Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als mein Kunstwerk zu betrachten und zu akzeptieren, dass es eben da ist.
Genauso wie ich mein Schicksal akzeptieren musste und die Erkenntnis, dass keiner etwas getan hat, um mein Kunstwerk zu verhindern. Damals nicht und auch heute nicht. Leben Sie wohl. Akzeptieren Sie mein Kunstwerk und behalten Sie es in Erinnerung. Gerechtigkeit widerfährt nicht jedem, aber dafür gibt es das Mittel der Leidenschaft und Rache. Verarbeitung ist wichtig, wie auch immer sie stattfinden wird. Leben Sie wohl, Vincent. Als nächstes reichte man Leonberger das Gedicht, er faltete das Blatt auf und las. Nimmer ist es nur ein leerer Wahn, der das Schöne in der Kunst belebt, denn die Kunst ist eine Himmelsbahn, drauf der Künstler siegreich vorwärts strebt. Kunst ist Gottesdienst, ist Gott gestaltet, und auf das ihr Werk es nie verhehle, wer lebendig in ihr wirkt und waltet, lebt ein Gott in jedes Künstlers Seele. So, meine Lieben, jetzt hoffen wir natürlich, dass euch auch unser Staffelfinale, unser letzter Podcast gefallen hat über das Schloss Lichtenwalde in Sachsen. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Bis dahin, wir wünschen euch einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Tschüss, sagen Susi und Björn.